Hallo liebe Zuschauer, willkommen auf meinem Kanal Die Welt klar sehen. Heute möchte ich mal eine kleine Vorankündigung machen, was demnächst hier auf meinem Kanal zu sehen sein wird. Und zwar möchte ich daran erinnern, dass was jetzt in der letzten Woche so gelaufen ist, hat eigentlich alles mit dem 125. Corona-Ausschuss zu tun. Alle gegen Füllmich, den ich ja unkommentiert gelassen hatte. Ja, und mir überlegt hatte, ja, den möchte ich schon noch kommentieren. Und diese große Abrechnung, die diese fünf Menschen dort gemacht haben mit ihrem sechsten Partner sozusagen, dem Dr. Füllmich, die scheint mir doch sehr diskussionswürdig zu sein. Der Haken war, dass in diesem 2 Stunden 20 Minuten langen Werk, was uns dort produziert wurde, die Argumente kreuz und quer gingen und es war, die Zeitbezüge waren nicht eindeutig erkennbar. Es waren Auslassungen da. Man sprach nicht zu einem Thema, sondern jeder sprach zu allen Themen, so dass im Grunde genommen für den normalen Beobachter ohne eine tiefgreifende Analyse nur noch ein Wirrwarr, ein gordischer Knoten im Kopf entstanden ist und man überhaupt gar nicht mehr wusste in diesem Nebel, warum geht es ja eigentlich? Wer ist eigentlich glaubwürdig und wer spinnt nur vor sich hin? Was ist da eigentlich los? Und ich habe mir die Mühe gemacht, das alles mal aufzudröseln und habe diese 2 Stunden 20 mal ja so weit reduziert, dass daraus ja nur noch die Aussagen übrig bleiben und da kommt man auf 40 Minuten. Ja, das heißt also locker mal auf ein Drittel, ja, von dem, sprich zwei Drittel, was die dort produziert haben, war Datenmüll, Gesülze, inhaltsleer, ja, unendliche Wiederholungen. So, und aus diesen 40 Minuten, die ich dort zusammen gemacht habe, habe ich sogenannte Snippets gemacht. Das heißt einzelne Wortfetzen und Sätze, genauer genommen Sätze, die teilweise ja an völlig falschen Stellen erscheinen. Ja? Also etwas, was im Satz, ich sag mal, in Minute 10 hätte besprochen werden müssen, wurde auf einmal in Minute 50 weiter ausgeführt. Ja, so die Zeitbezüge stimmen nicht. Das alles habe ich mal sortiert in ungefähr rund 250, ja, Sie hören richtig, 250 Snippets. So, und daraus ergibt sich dann doch ein, ich sag mal, ein Bild. So, und dieses Bild, das möchte ich mal so formulieren. Ich halte das Ganze, die ganze Veranstaltung für ein Märchen. Ich halte es für eine Inszenierung, die von A bis Z unplausibel ist. Da stimmt fast nichts drin. Und die Leute erzählen unheimlich viel, aber für nicht eine einzige ihrer Aussagen, nicht eine, gibt es auch nur einen schriftlichen Beleg. Gar nichts. Wir haben nur mündliche Aussagen, die alle irgendwie, ich sag mal, abgestimmt sind. Zeugen, die sich abgesprochen haben, um einen Sechsten in die Pfanne zu hauen. Aber ob das überhaupt wahr ist, ob auch nur ein Satz von wahr ist, das kann man aus diesen Aussagen gar nicht feststellen, weil eben gar keine Beweise gegeben werden. Es werden nur Behauptungen gemacht, unendlich viele Behauptungen. So, und die Behauptung ist eben für eine solche, dass der Dr. Füllmich ein schlimmer Finger ist. So, und das erinnerte mich schon beim Zuhören daran, dass die Story kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Es ist nämlich im Grunde genommen das Märchen, ja, aus Deutschland, der Wolf und die sieben jungen Geißlein. Da gibt es also einen ganz bösen Buben, den Wolf, in dem Fall ist das der Dr. Füllmich, und alle anderen, die sind ja völlig harmlos, sind ja völlige Opfer, die konnten ja überhaupt gar nichts tun, ja, und die sind wirklich ganz arm dran. Und dann müssen die sich verbünden, um dem bösen Wolf, ja, seine Schranken aufzuzeigen. Und diese Geschichte, dieses Märchen, das glaube ich denen nicht, das kaufe ich denen nicht ab. So, und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt jeden Tag von jeder dieser fünf Personen werde ich deren Aussagen mal analysieren. Das heißt, morgen geht es dann los mit Viviane Fischer und ihren Statements, ihrer Version des Märchens. So, und dann eben mit den anderen Schritt für Schritt. So, und
Ich möchte mal so sagen, ich werde an der Stelle lediglich die Fragen stellen und schauen, ob das, was die Leute dort sagen, plausibel ist. Ja, und dann ein Fazit machen. Und nachdem wir dann mit allen Fünfen durch sind, dann werde ich in einer separaten Sendung meine alternative Märchengeschichte darstellen. Das heißt, das, was ich glaube, worum es hier wirklich geht. Zumindest, wenn man annimmt, dass die Aussagen, die diese fünf machen, alle wahr sind. Wenn das stimmt, dann folgt daraus etwas Bestimmtes und lassen sich einfach mal überraschen. Also, ich sag mal, bleiben Sie am Ball, freuen Sie sich oder seien Sie neugierig oder gespannt. Mal schauen, ob und was ich herausfinde. Die Welt klar sehen, bald geht's los und tschüss. Klar sehen, clever denken, frei handeln.